Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mirror's Edge Catalyst. Eventuell auch vielleicht die letzte Folge. Falls ihr Faith noch ein bisschen supporten wollt, dann lasst doch gern einfach einen Kommentar da, bewertet und liked vor allem. Und lasst ein ganz geiles Abo da oder Follow, wenn ihr euch raussuchen. Checkt auch gerne die Videobeschreibung aus, da ist auch Twitch und Instagram verlinkt. Wir werden jetzt die Mission Die Schlacht starten. Es ist soweit, du hast den Virus und weißt, wohin du musst. Ins oberste Stockwerk des höchsten Gebäudes in Class. Doch was wird dich dort erwarten? Wird Kruger dort sein? Eine Schwester? Wird der Virus funktionieren? Reflection muss aufgehalten werden. Und du hast dich entschieden, alles zu riskieren, um genau das zu erreichen. Für deine Freunde. Für all die Mitarbeiter da draußen, die sich nicht einmal bewusst sind, in welcher Gefahr sie schweben. Und für Noah. Let's do this shit. Dazu kommen wir ja letztes Mal schon besorgt, dass wir den kriegen. Plastic steuert ihn. Von daher kann ja eigentlich nicht schief gehen. Die gibt aber ganz schön Gas. Boah, erstmal voll genockt, ey. Hallo. Eieiei. Bleib liegen. Nicht, dass wir uns selber wieder ausnocken. Braucht das nicht eigentlich? Wir können dich sehen, Faith. Was Plastic damit sagen will, ist, dass es ihr gelungen ist, auf einige Nachrichtendrohnen zuzugreifen. So können wir dich bis ganz nach oben begleiten. Und ich kann sie nutzen, um einige Funktionen des Gebäudes zu hacken. Aufzüge und sowas. Es sieht aus, als würden sie die Leute evakuieren. Nur einige wenige. Sie glauben offenbar immer noch, dass sich die Schäden beheben lassen. Bleib in Bewegung, Faith. Aber pass auf die beschädigten Bereiche auf. Das Glas dort ist möglicherweise zu brüchig, um dein Gewicht zu tragen. Hab ich gemerkt. Mädel, geh hoch. Das habe ich gemerkt. Plastik. Sie sind schon seit dem Bombenanschlag in höchster Alarmbereitschaft. Sie würden auf alles und jeden schießen. Was erwartet mich, wenn ich oben bin? Der Kontrollraum ist auf... Ach ja. I love it. I love it. I love it. Es geht aufwärts. Und los geht's. Reicht die Spitze des Gebäudes. Sie sind schon seit dem Bombenanschlag in höchster Alarmbereitschaft. Sie würden auf alles und jeden schießen. Was erwartet mich, wenn ich oben bin? Der Kontrollraum ist auf jeden Fall durch ein Sicherheitssystem geschützt. Was genau? Warum? Muss ich einen Wallrun machen? Die wir doch so weit rüberspringen können. Oh Mann. Ach, Faith. Bitte. Es geht aufwärts. Und los geht's. Ich kann doch da keinen. Oh, doch. Sie sind schon seit dem Bombenanschlag in höchster Alarm. Sollte funktionieren, Wallrun. Was erwartet mich, wenn ich oben bin? Der Kontrollraum ist auf jeden Fall durch ein Sicherheitssystem geschützt. Was genau dich dort erwartet, konnten wir allerdings nicht herausfinden. Du solltest also mit dem Schlimmsten rechnen. Danke. Ich konnte das auch erleben. Ich dachte, ich schaue mal auf der Party vorbei. Freut mich übrigens, dass du so gut vorankommst. Ich kann es kaum erwarten, Reflection endlich aus meinem Körper zu kriegen. So funktioniert das. Der Virus wird das Trägersignal unterbrechen, wodurch die Nazis deaktiviert werden. Ja, manchmal hat er. Was war denn das jetzt? Das habe ich aber jetzt gestern auch schon, oder halt besser gesagt in irgendeiner Folge gehabt, dass er auf einmal so komisch gelenkt hat. Im Controller. Muss ich nicht verstehen, weil ich so ruckartig. Bitte. Es geht aufwärts. Was?
mega kacke ist. Gerade wenn du springen willst und er macht ruckartig nach rechts oder nach links. Sie würden auf alles und jeden schießen. Was erwartet mich, wenn ich oben bin? Der Kontrollraum ist auf jeden Fall durch ein Sicherheitssystem geschützt. Was genau dich dort erwartet, konnten wir allerdings nicht herausfinden. Du solltest also mit dem... Stimmt, Sentinels. 100% Sentinels. Ich dachte, ich schaue mal auf der Party vorbei. Freut mich übrigens, dass du so gut vorankommst. Ich kann es kaum erwarten, Reflex endlich aus meinem Körper zu kriegen. So funktioniert das nicht, Icarus. Der Virus wird das Trägersignal unterbrechen, wodurch die Nanzen deaktiviert werden. Sie bleiben aber weiterhin in dir. Was ist, wenn sie das Reflex-Trägersignal abschalten, bevor ich dort bin? Soweit wir es von hier aus beurteilen können, rechnen sie weiterhin nicht mit dem Einsturz des Gebäudes. Es sind zwar einige Leute geflohen, aber die meisten bleiben dort. Ja, weil sie dämlich sind. Es könnte auch sein, dass wir uns irren, Plastik. Könnte es nicht. Ich habe die Berechnungen zweimal durchgeführt. Hast du dich schon jemals geirrt, Plastik? Nein. Denk nicht mal dran zu fliehen! Control, wir haben... Du wirst das Netz machen, um weiter nach oben zu kommen. Such nach einer Stelle, an der du dich befestigen kannst. Bam! Warum hat man eine durchsichtige Tür? Ich denke, du kannst dich von einem der Blätter anschauen. Oh, shit. Nutze das Mac, um dich dran zu hängen und vergiss nicht wieder abzusteigen, sobald du oben bist. Oh nein, warum, warum, warum? Oh. Das ist der Hammer! Yo. Ich bin jetzt oben. Da ist doch ein klüger Sack. Hallo. Tschüss. Hui. Flatsch. Ah, nice Aussicht. Aber wir haben keine Zeit, wir müssen weiter. Du kannst durch einen der Lüfter fallen. Ich schalte ihn ab. Danke. Das war's. Beeil dich. Ja. Firewalls sind ein Witz. Selbst meine Schwester könnte sich da reinhacken und die ist sogar noch dämlicher als Kuma. Hey, Kuma ist cool. Was ist los? Ich habe meine Drohne verloren. Irgendein herabfallendes Trümmerteil muss sie erwischt haben. Dieser Bereich ist instabil, Faith. Die Kommunikation gestört, Faith. Ja. Geh weiter und... Ich wüsste aber gerne, wie ich da hochkomme. Kann ich mich... Da kann ich doch niemals mich festhalten, oder? Oh doch. Oh shit. Das ist so eine Kacke. Los. Ich das immer und immer wieder. Worüber? Uiuiui. Weiter, 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 weiter. Oh no. Oh no, no, no. Auch erstmal grün. Ich habe so eine Art Atrium erreicht. Ah, okay. Prima. Auf der anderen Seite ist ein Aufzug. Den kannst du nehmen. Ich
habe noch nie zuvor derart viele Bäume gesehen. Hier ist es wunderschön. Ui. Die Mitarbeiter wissen nichts davon, aber Süßwasser wird in Cascadia schon bald ein überaus kostbares Gut sein. Schade. Die restliche Stadt könnte ein bisschen hiervon gut vertragen. Kann der allgemein ein bisschen farbenfroher sein, außer nur mit Lichter. Zack. Wie soll ich denn... Wie soll das gehen? Hä? Ich kann doch da nicht rüber und... Oder kann ich mich irgendwo festklammern? Habe ich jetzt nicht geguckt. Das war zu weit gerutscht. Ich bin dann mal oben an der Spitze und versagt jetzt schon. Ja, kann man lassen, ne? Muss es doch irgendwas geben, wo ich es machen kann. Kann die sich irgendwie da an der Rand hängen? Nein! Jetzt habe ich es gerade gehabt. Ich hätte schnell rüber müssen oder hätte warten müssen, bis es runtergefallen wäre. Shit. So, jetzt run. Da ist mir einfach gerade mein Controller abgeschmiert. Mitten beim Springen. What the hell is going on? Hallo. Was ist denn die Scheiße? Einfach, wenn da die ganze Trümmerteile. Ich bin durch. Oh. Die Schäden hier sind enorm. Okay.
habe doch gesehen, dass da Lücken sind. Warum mache ich eine Rolle? Warum mache ich da eine Rolle? Ich bin durch. Die Schäden hier sind enorm. Wir sind ja immer noch nicht ganz oben. Denn heute los? Das ist doch nicht mehr normal. Ich bin durch. Die Schäden hier sind enorm. So, da hoch. So, danke. Nee. Ich möchte da entlang schwingen. Oh, fucking way, kann ich mich da entlang schwingen? Ah. Okay. Ich würde sagen, das wäre ein bisschen arg krass. Scheiße, wird immer höher. Wir sind immer noch nicht ganz oben. Wie hoch ist bitteschön dieses Gebäude? Faith, lauf, 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 lauf. Shit, ey. Oh Gott sei Dank. Eieiei. Boah, warum knacken die so schnell, ey? Das ist ja abnormal. Jetzt auch, oder? Einige Kanone. So. Oh, 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 oh.
dass du vorsichtig bist, Faith. Hey, Leute. Wow. Hier ist ein riesiges Loch in der Wand. Die Explosion hat eines der Motorräder abgerissen. Du brauchst vermutlich das Mac, um weiterzukommen. Ach, toll. Ja. Es ist jetzt nicht mehr rein, Faith. Plastik versucht, die Aufzugtüren für dich zu öffnen. Aber such trotzdem noch nach einem anderen Weg, nur falls es nicht schafft. Natürlich schaffe ich das. Oh, wow. Plastik, du musst die Türen öffnen. Ja, gleich. Oh, shit. Yes. Ich tue das schon, was ich kann. Oh, und das sind weniger von deiner Wannavision. Oh shit. Au. Oh, 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 oh. Ich hoffe, sie hat's geschafft. Ich hab's geschafft. Super. Cool, you idiot. Güte, ey. Was machen die mit mir? Ja. So, du solltest wissen, dass auch nicht deine Fortschritte mit großem Interesse verfolgen. Ich habe außerdem noch einen weiteren Nachricht für dich. Wenn Reflection zerstörst, überlasse ich dir die Zahlen. Eigentlich wollte ich dir ja deine Schuld erinnern. Augen, ich kann jetzt nicht der Zufall. Ein Gegenstand in meinem Besitz, auf den Faith schon seit geraumer Zeit ein Auge geworfen hat. Ich überlasse es dir, dir davon zu erzählen. Es gibt immer noch keine Anzeichen für eine vollständige Evakuierung. Was ist mit Cooler? Schwer zu sagen. Wir wissen noch nicht einmal, ob er überhaupt im Gebäude ist. Es könnte sein, dass er es sicherheitshalber verlassen hat. Ich habe die Spitze erreicht. Was für eine Aussicht. Was wird das geworden? Du bist die bessere Runnerin, Faith. Und du bist ein Idiot, ich bin die Beste. Hey, die Konsole, nach der du suchst, müsste direkt unter dir im Hauptkontrollraum sein. Was eine Aussicht, ey. Oh, es gibt sogar Berge. Ich bin da. Und hier ist tatsächlich eine Konsole. Sehr gut. Verbinde jetzt das Omnistat-Laufwerk damit. Den Rest erledigt dann der Virus. Und stell dich schon mal darauf ein, dass es bei dir in Kürze vor Wachen nur so wimmeln wird. Ja, das denke ich mir. Wir sind ja gerade eben schon auf ein paar. Hä? Das war zu erwarten. Uga und Sentinels. Ich gebe den Leuten das Recht, für sich selbst zu entscheiden. Ach, Faith, ist dir nie in den Sinn gekommen, dass die Leute Reflection wollen? Ja, weil sie die hässliche Wahrheit nicht kennen, nur ihre Lügen. Oh ja, die Wahrheit ist immer hässlich, wie du sehr wohl weißt. Es ist die Arbeit deiner Mutter, gegen die du hier ankämpfst. Das hier wollte sie nie. Sie haben alles pervertiert, woran sie geglaubt hat. Woher weißt du, was sie wollte? Du warst ein Kind. Du bist noch immer ein Kind, das mutwillig alles um sich herum kaputt macht. Ich habe deiner Schwester versprochen, dich am Leben zu lassen. Gib auf und dir wird nichts passieren. Niemals. Och, warum gleich direkt gegen zwei Sentinels? Okay. Gesuchtes Objekt identifiziert. Leiste keinen Widerstand. Control. Hallo, mein Controller. Sie eindeutig identifiziert. Das ist mies. Es ist unfashion gewesen. Was? Ich bin ausgewichen. Mann. Ich muss sie quatschen, ne? Hey, das gibt's nicht. Mein... Oh... Mein blöder Bluetooth-Adapter macht wieder Probleme. Dann ist es nicht so gegen Sentinels. Aber jetzt soll das wieder funktionieren. Aber ich denke, wir müssen die Mission nochmal neu machen.
wenn man da drum rumkommt. Was? Ey, du drückst nach hinten zum Dashen. Ja, knock mich aus, dann. Ist ein fairer Kampf wenigstens. Das war unfair am Anfang schon. Sauerei. Ja, ich weiß nicht. Sehe es halt nicht ein, so einen Originaladapter zu holen. Das ist einfach viel zu teuer. Ist, ich glaube, 60 Euro oder sowas kostet der. Ja. Dass das dann die Microsoft Xbox Controller gescheit funktionieren. Ja, das hat nicht so gut funktioniert, wie ich das gedacht habe. Jawohl. Ah. Shit, 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 shit. Der eine ist schon fast weg. Yes. Ah. Nicer Finisher. Kruger. Voll. Hauen weg. Du Miststück. Ich hätte dich mit deinen Eltern töten sollen. Das war's, Kruger. Ihre Kontrolle endet jetzt. Bei Reflection geht es nicht um Kontrolle. Es geht ums Überleben. Ja, um Iris und das der Familien. Es wird Zeit, dass ihr alle aussterben. Wenn du Reflection zerstörst, tötest du auch deine Schwester. Nein, ich befreie sie. Wohl kaum. Isabel hat eine chronische Lungenkrankheit. Dank Reflection haben wir sie sehr gut im Griff. Zerstörst du es? Ach ja? Tue ich das? Nun, du hast sie schon mal fast getötet. Jetzt kannst du es zu Ende bringen. Alle um dich herum sterben, Faith. Hast du je in Betracht gezogen, dass du daran schuld sein könntest? Du hast meine Familie getötet. Du hast meine Freunde getötet. Du hast Noah getötet. Da! Worauf wartest du noch? Stopp das Ding! Kat! Okay, wir haben es zumindest aktiviert. Bleib stehen! Kat! Kat! Rede mit mir! Okay, okay. Not good. Oh, shit. Hätte ich irgendwas machen müssen? Ich habe jetzt nichts irgendwie gesehen. Shit. Rückkehrt, ja. Slide mir hier runter. Ich kann mich aber nicht. Doch, jetzt. Hä? Hm. Mysteriös. Die rutscht da auch. Ich kann aber auch nicht rutschen. Ich weiß nicht, wo ich hin muss.
Es ist irgendwie gerade richtig weird. Ich kann mich nirgendwo haken oder sowas. Muss ich über das Teil da drüber springen? Ich. So, da fängt es ja schon mal an. Ich, dass ich mich hier nicht drehen kann. So. Da muss ich drauf. Siehst du nicht, ich kann nicht nach unten gucken. Oh ja, das wissen wir. Das fliegt ja da voll aufs Hull. Das ist jetzt echt gerade nicht irgendwie easy. So ganz check, da komme ich nicht drauf. Kann ich aber nichts machen. Mysteriös. Sehr mysteriös. Tschüss. Also das war ja richtig mal bescheuert versteckelt. Normalerweise leuchtet das immer rot. Cat! Hör auf! Ich hasse dich! Hör auf, Cat! Ich heiße Isabel! Und meine Schwester. Ich habe keine Schwester. Du hast mich verlassen. Cat, ich... Er sagte, du wärst gestorben. Wie Mom und Dad. Ich habe nur noch geweint. Dann redete ich mir ein, du hättest nie existiert. Es war der einzige Weg. Ich hab's gesehen! Genau wie hunderte andere, nur für Reflection! Isabel! Komm, wir gehen! Du musst nicht tun, was er sagt, Cat! Du entscheidest für dich selbst! Deine Geduld ist am Ende! Feuer! Nein, nein, nein! Ich muss es tun.
Und so endet die Geschichte. Ich würde gerne sagen, alles änderte sich. Dass sich die Arbeiter wütend erhoben und Reflection und das Konglomerat in Frage stellten. Aber es gab keinen Aufstand. Keine Proteste in den Straßen. Krugersek behielt die Kontrolle. Das Leben blieb, wie es war. Beinahe. Denn etwas hatte sich verändert. Wir hatten etwas begonnen. Und wir bringen es zu Ende. Ja, geil. Okay. Ja, ich würde sagen, das war's, ne? Mit dem Game, mit der Story. Vielleicht werden wir noch ein paar Nebenquests machen. Mal gucken. Aber auf jeden Fall cool. Hat Bock gemacht, auf jeden Fall. Gerade dieses Free-Running-Parcours-Sachen haben mir auf jeden Fall gut gefallen. Bis man erstmal reinkommt, dann geht's. Auch die Kämpfe waren echt gut. Missions waren nicht ganz so schwer, aber ausreichend, sage ich mal. Aber mega cool auf jeden Fall. Ich muss mich mal informieren, ob es da einen dritten Teil dazu gibt oder ob der irgendwann mal geplant ist. Aber ich glaube nicht. Ich glaube, nach diesem, nach Catalyst haben sie es, glaube ich, eingestampft. Was ein bisschen schade ist. Weil man hat nicht oft solche Spiele, so Parcours-Spiele. Was ich für mein Empfinden ziemlich, ziemlich schade finde. Aber naja, was will man machen? Wie gesagt, checkt gerne die Videobeschreibung aus, da ist auch Twitch und Instagram verlinkt. Und wir sehen uns dann im neuen Projekt. Einfach Glocke aktivieren, dann kriegt ihr jedes Mal eine Benachrichtigung. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.